Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Sag Sachen, Flo. Ich sag Sachen. Wir haben in einer Höhle erneut nacktes Überleben gespielt, aber diesmal im Assassin's Creed Modus, ohne getroffen zu werden, ohne gesehen zu werden möglichst. Das war ein bisschen schwierig, haben wir aber dann doch geschafft. Und wir sind hier weiter in eisigen Gefilden unterwegs. Aber ich würde sagen, wir machen eigentlich gut Progress. Warum sollte man sich denn jetzt schon wieder was bauen? Den können wir nutzen, wenn wir nach oben wollen. Aber wir sollten erstmal nach Norden noch ein Stück und dann können wir es nutzen. Weil wir dann ja hoch wollen zu Gelb. Willst du jetzt noch nicht hoch? Ja, du kannst das schon bauen und dann gehen wir halt hier die ein paar Meter wieder zurück. Ich will bis zum Ende gehen, was hier unten im Tal ist und dann können wir... Was machst du? Du wolltest doch jetzt zu Gelb. Ja, ich wollte doch bis da nach vorne an die Spitze, bis das Tal zu Ende ist und dann nach oben. Aber vielleicht ist hier nichts unten mehr. Ja, wenn nicht, dann in Ordnung. Aber ich habe gedacht, kann ja sein, dass da noch ein Krug rumgeistert. Nee, niemals. Du laberst. Laber doch nicht. Ne, von hier unten können wir das nicht machen. Ach, Manu. Kannst um die Ecke genug gehen. Da geht's ja noch weiter, weißt du? Ja, wir sind hier wie bei, wie heißt es? Fliegenpilz-Fiasko. Von Mario 64. Das gute Fliegenpilz-Fiasko. Ein Krog. Aha. Ja, das ist aber nicht die Spitze, wo du hin wolltest. Naja, also noch darüber hinaus. Oh nein, wir bauen Aufwind. Sehr schön. Turbo, ah, los geht's. Sehr gut, das reicht. Tada. Koch ist die Spitze, wo ich hin wollte. Irgendwie schon. Aber von hier geht's nicht weiter. Sie fragt, willst du zurück zu dem Ballon oder? Weil hier kommst du nur, weiß ich nicht. Sieht jetzt nicht so erfolgsbedürftig aus. Noch ein Krog oder noch ein... Ach, wir haben gar kein Schild mehr. Ja, die Schilder sind auch noch okay, wenn man die verbindet mit dem Flammenwerfer des Todes. Ah, eine Truhe. Bomben, Bomben, Bomben. Ein Saphir. Ist auch okay. Nichts Besonderes. Aber na. Komm. Dann ist die Reihenfolge jetzt doch ein bisschen anders. Warum? Wenn wir jetzt eh schon hier sind. Ja, du bist halt auch nicht zurückgegangen. Oh, das ist ein neuer Gegner. Blaue Hinox. Ja, okay, wir können uns hier unten umsehen noch. Vielleicht liegt hier gleich noch was, um hochzudüsen. Was hat der auf dem Kopf, hä? Angriff. Power of Doom. Du hast ihn nicht sortiert nach Stärke, oder? Ja, easy. Randa an die Fampe.
Ja, zurück. Zurücktreten. Und dann holt sich gleich sein Baumstamm. Auge. Ja, easy und nochmal ran, der kann ja nix. Der ist ja richtig. Ja, haut drauf, ja. Und zurück. Zurückstoßen. Weichen. Stoßen. Aber wir müssen, glaube ich, Foto machen. Na, Fußzahn. Fußnagel. Nee, der Horn nur. Der Horn. Ja. Das Horn. Das ist. Also. Ja, gut. Blauer Hinox-Horn. Das Horn ist mit Ketten versehen. An Waffen angebracht, erhöht es deren Angriffskraft. Fast gereimt. Spürbar. Mit Kleingetier gemischt, kann es aber auch für Medizin verwendet werden. Die Lebogentasche ist voll. Dann laufen wir auf Blau drauf, dass es weg ist, oder machst du es selber weg? Er hat es selber weggemacht. Das ist die Frage. Gehen das hier hoch, oder? Ja, ich würde so einen Gut. kleinen Schlenker machen. Dann können wir, wenn wir bei Gelb sind, direkt rüber schweben. Warte mal, was ist das da oben auf dem Baum drauf? Warum hat der Tannenbaum eine Eisspitze? Ne, das sah nur so aus. Das sah für mich so blau aus. Warum hat der eine Eisspitze? Ja, hätte auch sein können. Manchmal passieren komische Dinge. Komische Dinge passieren. Jeden Tag. Aber nicht bei mir. Sehr gut. Gute Tempo hoch. Was suchst du? Alles gut. Ich mache es mal Licht an, das kann. Das geht ja so nicht. Infrarotblick habe ich jetzt noch nicht, muss ich sagen. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich dachte, das wäre das Tal, das ist ja doch kein Tal. Hast du Ausdauerfresse? Selber, du Ausdauerfresse. Da kannst du dich hinstellen, oder? Aus harter Fresse, Ausdauerfresse. Ja, das reicht. Ah, da link krieg ich aus der Puste. Link, du darfst dich nicht verschlucken. Hallo, hallo. So, wir wollen zu rot, ja? Du willst unbedingt Gefrorenes haben. Der ist noch nicht tot. Oh doch. Hä? Das war nicht mein Headshot. Gefrorenes Luxuswild. Das Luxuswild ist von so hoher Qualität, dass sein Geschmack selbst durch Gefrieren nicht beeinträchtigt wird. Und wir hatten das gefrorene Edelwild schon mal gefunden, weil wir das offscreen mal aus Versehen gemacht hatten. Ach, guck mal, die Sonne kommt raus. Bis Das ist dann. doch. Das ist super toll. Warum sind da Dornen? Mit einer Truhe. Wir brauchen halt echt mal wieder Feuerviecher. Hier können wir auch nach oben steigen. Wollen wir direkt jetzt nach oben? Können Also, wir auch. ich meine jetzt den Stein, ja. Was ist das? Schild der Winde?
Der Lieblingsschild der Orni-Krieger, dank seiner windschnittigen Form, behindert er den Träger nicht beim Luftkampf. Das schreit nach einem Foto. Foto, Foto, Foto. Er übertreibt mal nicht. Sieht ein bisschen aus wie dieses Gesicht, was so Plüschtiere manchmal machen. Hier unten was. Mit Sicherheit ist da was. Aber wir müssen ja jetzt noch nicht da runter. Wenn wir jetzt die Möglichkeit hochgehen zu können, machen wir das doch. Welche Spitze ist das? Die höchste dahinter? Ja. Guck mal, das ist auch wieder so ein Stein, der nicht bis zur Himmelsinsel kommt. Oh, da ist ein Krog. Weißt du, hatten wir nicht am Ende des letzten Parts diesen Eiskrieger-Rock-Ding sie gesehen? Wo ist der hin? Ah, da ist schon wieder so eine Blume. Wie schnell ist der verschwunden? Ja, du hast den falschen Schild ausgerüstet. Tada. Wenn wir am Ende des Parts bei dem Schrein sind, können wir ja nochmal zu Maronus gehen. Bei welchem Schrein? Das blaue, die blaue Markierung ist ein Schrein. Ach so. Aber erstmal ins Tal der Tal. Tal Mountain. Talwänden. Da unten bei den Bäumen ist doch bestimmt was. Da rechts. Aber. Ja. Höhle? Geht's da rein? Da ist eine Höhle, oder? Nicht. Es ist so dunkel, ich sehe nichts. Ja, auch nicht wirklich. Ja, ist aber irgendwas. Irgendwas Eingangmäßiges. Aber das ist keine Höhle. Hier muss man auch im ersten Teil einen Schneeball gegenrollen, oder? Wenn, ja, hier ist der Wal. Lepra, Riesenfossil. Wollen wir schon mal ein Bild machen vielleicht? Ich meine. Das bringt nichts. Wir können eins machen, aber. Ja, es ist hier halt nicht beschriftet, deswegen. Ja, aber war das bei der Quest beschriftet? Ja. Naja. Oh nein, der Glatzirockbohrer, nein! Nein! Wir haben noch einen. Ne, wir haben nicht noch einen, aber wir haben eine Waffe mit Glatzirock dran. Also nicht mit dem ganzen Glatzirock, aber. Das wäre es ja auch. Mit seinem Herzen. Das wäre so lustig. Der zappelt dann wie die kleinen Dinger, nur groß. Alter, wie viel Erze. Und das sogar ein Golderz. Fuck. Was halt immer noch interessant ist, es gibt ja gar kein Gold in dem Spiel. Aber Diamant. Gibt halt keine Metalle. Also, die mögen halt die vierte Generation mehr. Okay, Saphir auch. Also die dritte auch. Aber weder Smaragd noch Rubin ist vorhanden. Naja, Rhodonit. Deswegen nehmen sie den Rhodonit, ja. Aber Opal ist dann auch ein bisschen perlig. Naja. So, da ist ein riesen Eisblock, okay. Was bist du da links? Ist das ein Stein? Sind Steine, die zerstört werden wollen. Naja, aber da. Ja, da ist eine Steinwand, aber da ist ja noch ein Stein dran. Hä? Komm. Wir haben jetzt so viele bekommen. Alter, 21. Was ist das für ein Ding, hä? Knochen. Oh mein Gott, das Ding kommt rausgepfeffert. Ui.
Ich glaube, ja, da geht's noch tiefer rein. Meinst du? Oder wir müssen den Knochen irgendwo dran sitzen. Nee. Wahrscheinlich, ja doch, denke ich schon. Der ist ja viel zu klein. Hast du nicht eine bessere Waffe? Du kannst an das Ding einen Stein machen, ja genau. Kannst du die Drehattacke machen? Ich glaube, hier ist halt echt nichts sonst. Als ob da nur das Ding drin steckt. Wo ist der jetzt überhaupt hin? Er liegt da. Da wo? Da. Hä? Ich bin verwirrt. Schade. Ja, genau! Ja, wohin muss der? Lass uns erstmal weiter umgucken. Oh mein Gott! Sieht halt nicht aus wie ein Rippenknochen. Der ist nicht so gebogen. Irgendwas müssen wir mit dem Ding machen. Ja, sicherlich, aber vielleicht ist unter dem Eis irgendwas, was. Dazwischen. Nee. Ja, da fehlt aber was. Nee. Ja, es ist nicht das. Gibt's irgendwo eine andere kleine Lücke? Da, als Finger. Links, rechts. Ja, richtig, da. Da dran, da fehlt doch eins. Das ist ein Trippen, du Vogel. Nein, da ist doch dahinter, an der Wand. Nee, das kann nicht sein. Weil es spiegeln muss. Aha, kann nicht sein, ja, ja. Kann's auch nicht. Bleib dabei. Also danke, kann ich schon mal einen schwerfallen. Merk das schon. Okay, dann müssen wir. Dann ist in dem Eis wahrscheinlich das andere Knöchlein drin. Wahrscheinlich, ja. Oh, Link kommt nicht an die Bombe dran. Oh. Er hat es sich aber so sehr gewünscht. Ja, das Eis ist es. Das Schild ist eben zerbrochen, wir müssen Neues machen. Es ist aber großer Klumpen. Wir haben noch ein Schild, wo das okay ist. Ah, sogar zwei, weil dieses blöde... Oh, nicht Schild. Da ist er. Sieht ein bisschen aus wie so ein U-Boot. Nochmal ein bisschen drehen. Oh. Ja, ja, ja. Oder war es falsch rum? Ja, mit Sicherheit. Ach komm, ey. Das ist einfach nur anstrengend hier. Ich
Ey. Danke. Es war ja 2 Sekunden. Warum ist es noch nicht fertig? Ist nichts passiert? Nö. Da muss ja irgendwo noch irgendwo Knochen rumgeistern. Ja, hier oben wird nichts sein. In dem Mund vielleicht vom Wal. Vielleicht ist da ein Krog, keine Ahnung. Okay, da kann man nicht hin. Da ist noch was. Ah, ne, das war das, wo der Stein drin war. Der eine Knochen. Oh. Zählt das ja eigentlich als Höhle? Ja, oder? Inke. Ich sehe jetzt den Eingang nicht auf der Karte. Boah, nee, es war eigentlich keine klassische Höhle. Guck dir nochmal auf der Karte. Ja, aber das kann doch so nicht. Hä? Hier muss noch irgendwas sein. Da oben rechts, oder? Stopp. Rechts. Da. Ah, ne. Das aus. Ich hab was gesehen. Und was ne. Auch wieder irgendeine Felswand, die hier irgendwo noch ist. Und ein Loch. Liegt draußen noch was, was wir reinbringen müssen? Ja, ich glaube nicht. Ja, da wo auch vorne ist der Froggy auf jeden Fall. Hä, aber da muss es muss hier noch irgendwas geben. Ja, muss es auch. Kann ich einfach so. Vielleicht ja wirklich hier oben noch irgendwo. Ja, in der Höhle drin, ja, aber nicht vor der Höhle. Glaube ich nicht. Ja, nee, bitte nicht. Oh, der muss aber 5 Rücken gebrochen haben. Fünfundzwanzig. Da war noch eine Donnerblume. Na gut. Lass dir mal googeln. Ja, wenn du mir sagst, wie die Höhle heißt. Hebra-Riesenfossil. Okay. Das ist zwar schon. Was denn? Das ist eine Wurzel da, ne? Ja. Ist da schon abgehakt, aber hier muss noch was sein. Ja, das hat damit nichts zu tun. Hä? Hier sehe ich gerade, dass da jemand drin ist. Wo drin? In dem Fossil? Was redet mit eurer Auftraggeberin Luna am Lagerfeuer? Oh. Es wird eine Quest geben, aber die ist woanders. Oh, dann haben wir es vielleicht doch schon. Ja. Macht zwar keinen Sinn, aber ich mache hier mal einen Kochtopf hin. Konkret geht es um einen Knochen der Brustflosse sowie einen Wirbelsäulenknochen. Ja, wir haben beide.
Naja, gut, dann kannst du es wieder schließen, mehr wollen wir nicht wissen. Ja, Dann mehr kommen wir steht auch da noch nicht. hin. Ich dachte, da gibt es einen Schrein, aber auch nicht. Gut, dann gehen wir erst nochmal zu den Schrein da oben. Frage Davor ist, wie. dann schon beenden. Nee, wir machen den Schrein noch. Und dann auch noch zur Maro, ne? Was? Ich brauchst Die mal das Frage. Kryo-Modul im ersten Teil. Muss ich da so eine Brücke machen, damit der Fels da drüber rollt. Das hat ja einen First Try geschafft. Na klar. Unglaublich war das, unglaublich. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Ich dachte, wir wollten da hoch. Du sollst jetzt nicht hier Ja, ich rumlaufen. weiß, aber ich muss halt irgendwie was finden, wo es vielleicht. Ja, hier sind diese Dinger, wo du eigentlich den Deckensprung machen kannst und da. Die helfen dir ja da rechts das Ding. Und da ist ein Stein. Ich glaube, den sollten wir nutzen. Wenn du den aus den Augen verloren hast, nutzt du halt kurz eine Fähigkeit, dann siehst du den Strahl. Wie hieß der? Garlic-Strahl? Hieß der Garlic-Strahl von dem Ja. Vegeta? Und die Höllenspirale von Piccolo? Oh. Na toll. Bau dir doch dein Hovercraft, dann können wir auch da hochfliegen und auch wieder ganz hoch. Komm. Darfst du. Die 15 darfst du auskippen. Was machst du? Jan, was soll das denn? Er macht das schon von alleine, guck. Wir wollen doch auf den Berg. Von mir aus. Wenn du den jetzt aus den Augen verlierst und der sonst wo runterfällt und dann. Ja, dann ist er weg. Oh nein, da ist der Feind. Jetzt ist doch egal. Ignoriere den bitte. Der Ach kann doch so, nichts. warte mal. Kann ja auch ein bisschen Speed aufbauen. Ist das jetzt schneller wegen dem Ding oder? Nee, glaube ich nicht. Ja, nur weil Das es hier heißt gerade aber, gut bergab das heißt geht. aber Schild der Winde. Ja, glaube ich trotzdem nicht. Wir hätten so schön mit unserem Ding hier fliegen können und jetzt, ich meine, du kannst es unten immer noch, hat man schon, du kannst es unten immer noch mal bauen, aber ist da immer noch ein voller, ein Fuchs. Der ist kleiner als der Wolf. Voll weiter, du Sau. Bist doch nicht am Ziel angekommen. Da ist auch noch ein Stein, sehr gut. Kurz hinterm Feuer. Ich glaube, meinst du nicht, dem wird ein bisschen schwindelig? Das ist ja nicht unser Problem. Du sagst, ich bin eiskalt und dann sowas. Das ist Tierquälerei. Rockquälerei. Wir sagen, was Quälerei ist. Ja, du bist doch gleich da. Du musst jetzt nicht noch gewalttätig werden. Doch. Gut, dann nutzen wir jetzt nochmal den Stein, der jetzt hier ist. Und dann kommen wir da hoch. Was denn, der ist direkt vor dir. Du bist dran vorbeigelaufen eben. Das ist eigentlich der Punkt, den wir gerade aktiviert haben. Das war so eine Quest. Die Impa, oder? Keine Ahnung. Stell dich Möglich. mehr in die Mitte. Achso, ich dachte, du fällst. Kannst doch kurz auf die Spitze des Berges da links gehen. Vielleicht ist da oben was drauf. Ja, da ist was drauf. Also los, Sprung!
uns auch Ist nicht nur ein mehr. Krogi, den wir schon haben? Ja. Was? Ach, wir sind jetzt wieder. Ich habe keine Orientierung. Aber ich sehe auf der Karte keine Krog-Markierung. Hä? Ja, guck doch. Ja, wir sind zu hoch, deswegen wird das nicht angezeigt. Wir sind auch im Himmelgebiet, deswegen sagt die Karte das nicht. Karte sagt nein. Und Karte sagte, gibt er nicht. Karte alle Döner mit Skalp. Alle die Leute, die Döner mit Hähnchenfleisch essen, das ist falsch. Du isst das mit Babykuh. Ja, du isst bestimmt auch kein 20 Jahre altes Hühnchen. Doch. Mindestens. Lecker knorpelig. Mit extra viel Knack. Ach man. Da ist er. Was hat der denn für eine Waffe? Minflas geheim, noch eine Geheimquelle. Na, das können wir uns ja nächstes Mal angucken. Ja, wie gesagt, das ist jetzt als Teleporter da. Wir machen den, gehen dann kurz Marono. EJ Umme. Schrein. Selber Umme. Was heißt denn Umme? Du. Was ist das denn für eine Antwort? Du heißt Umme. Ich weiß das. Das wüsste ich aber. Oh, nee. Hey, du weißt doch gar nicht, was kommt. Geschlichen. Ah, das kann Jan ja so gut. Ach, ja. Vor allem, was ist denn jetzt der Unterschied zu dem anderen? Wir haben keinen Bogen. Komm, du musst schleichen. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich sind das diesmal nicht so viele. Die Leiste wird es offenbaren. Weißt du noch, wie das ging mit dem Angriff aus dem Nichts? Nee. Passt. Du weißt nämlich nichts. Aber der hat einen Bogen. Da darf man nicht lang. Wenn er nach... Ja genau, wenn er nach da guckt, musst du zum Pfeiler. Oh nein, es kommen alle. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? Egal. Ich glaube, das kann man... Hä, wie wenig Schaden nimmt der? Nimm den Stock direkt. Warum nimmst du nicht? Oh, er hatte doch nichts in der Hand. Wovor hattest du Angst? Ja, dran machen. An den Viererstock. Hä? Warum an den Zweier? Ach, weil er lang ist, meinst du? Ja, das andere war ja kein Stock. Aber, hä? Vier ist stärker, warum? Ja, aber ich kämpfe hier gerade lieber ein bisschen mit Abstand. Warum ist die kürzere Waffe stärker? Bin verwirrt. Pfeile, wow. Was machst du? Geh doch weiter. Na, ich gucke nur, aber hier, das war der, ne? Da geht's doch weiter da hinten, oder? Ich glaub nicht. Da kommt man rein, weil hier geht's nicht rein. Oder du musst halt da durchlaufen, ich weiß, ob das geht. Die werfen wirklich Steine. Die können nicht kommen, wie es aussieht. Ich glaube, hier vorne war aber nichts. Nö. Achso. Wohl vielleicht oben. Doch, da ist eine Leiter wahrscheinlich hier hinten dran. Oder auch nicht. Kannst du auch den Deckensprung machen da. Das ist auch wahr. Und jetzt kannst du richtig krass schleichen. Das weiß ich nicht, ob das reicht. Weiß es halt auch nicht. Was ist da drin?
Ah, schlau. Nicht schlau. Doch, zwei aufeinander. Ja. Ist eindeutig so geplant. Ist eindeutig die Lösung. Ach, das löst das aus. Oh. Einfach auf den Kopf fallen lassen. Hey, da ist ein ganzes Brett. Hat man meinen Bauch schon wieder gehört? Nee, diesmal nicht. Zum Glück. Wo ist das? Na, da kannst du durch, aber was bringt uns das? Ist da die Waffenkammer? Kannst du hüpfen? Ich verstehe das Konzept nicht. Damit kannst du die aber kaputt machen, oder? Ja, wenn du den weiter nach... Hä? Tu den nach rechts, dann passt du durch. Genau. Aber den kann man doch als Waffe benutzen, den Block, oder? Wenn ich nur dran festmache. Hä? Du kannst den doch runterfallen lassen auf die drauf. Das hast du doch öfter auch gemacht. Ja. Hä? Warum sollte das jetzt nicht funktionieren? Alarm! Obwohl, das sollte ich vielleicht oben lassen. Vielleicht. Ich sehe halt nichts, ne? Ja, du musst doch immer drunter, oder? Willst du das nicht mal ausprobieren mit dem Stern? Wie viel Schaden das er machen kann? Der hat einen Elektrobomb, ach du lieber Gott. Hab ich mich erschrocken. Jetzt muss man Oh, Blitzknüppel, an da. Ja, der kann nichts. Aber der mit dem Blitzbogen, der ist gefährlich. Willst du nicht die... Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Ah, da ist so ein Blitz... Werfer dran. Hä? Ah, Gott, noch eins. Ah! Oh Mann! Er hat all die Stellung. Pass auf, nicht von dem anderen getroffen werden. Waffe mitsammeln, genau. Chillt mit dem. Ja, und pass auf. Vielleicht ist der andere Typ irgendwo in der Nähe. Nicht mehr viele. Der ist gefährlich. Heb dir den Pfeil auf. Ja, und jetzt drauf. Ja, der kann nichts von da. Der kann nichts. Nochmal, weiter drauf. Ja. Puh. Ui, ui, ui. Tja, wo müssen wir ziehen? Ja, Werkzeug. Guck an. Sehr schön. Na,
Ah ja, die Belohnungen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das wohl war. Aber naja. Gut, dann werden wir uns kurz nochmal power-uppen mit mehr Plätzen. Was Waffen, Schild und Leben. Oder Bogen Ausdauer. geht. Ja, das auch. Das heißt jetzt auch noch zusammengekommen. Was willst du denn von beiden? Ja, aber du hast wieder dran. Aber dann sollte man am besten ja dahin gehen, weil das beides. Hier eh hingemusst wegen Maronus, von daher. Ja, deswegen ja. Das beides. So, überleg schon mal, was du upgraden willst. Also Schwert und so ein Kram. Lass mal gucken, wie teuer die Sachen sind. Sehr teuer. Die Zug kann man eh nur zwei machen. Hier gibt es übrigens noch eine Statue, die wir vergessen haben. Eine Statue, die was anderes kann. Wie eine Statue. Ich glaube, da wo der Robelo ist oder so, da ist eine Statue, die sollten wir da mal ansprechen. Die haben wir übersehen. Die steht da schon die ganze Zeit. Können wir auch gleich mal gucken. Gönnung. Ja, wir bringen den Frieden. Genau, da drunter und oben ist irgendwo eine Statue sein. Bin mir nicht mehr sicher. Oh, sie hat eine Quest. Na, guck, ehrlich da. Was? Hallo, schläfst du gerade stehen oder bist du in Trance? Oder hat es dir einfach nur dieses steine Objekt angetan? Das haben wir im Untergrund entdeckt. Je nach Blickwinkel wirft es wie eine künstlich hergestellte Statue oder nur wie ein zufällig entstandener Fels. Wirkt es. Unsere Forschung diesbezüglich ist aber noch nicht weit gekommen. Ich brenne aber darauf, dies zu ändern. Ach, ist das die Questkarte? Sobald ich hier fertig bin, werde ich mich mit voller Energie diesem Objekt widmen. Das Ding labert was von Irrlichtern, also können wir wahrscheinlich bei dem Ding die Irrlichter irgendwie. Ja. Tut mir leid, aber du hast nicht bestanden. Was? Was redest du denn da? Ich will auch den Untergrund erforschen. Dort wartet sicher so manch großer Fund auf uns. Außerdem kann niemand außer mir hier die Sohnausschrift entziffern. Darum seid ihr eigentlich auf mich angewiesen, oder? Wir sind uns deiner Fähigkeiten als Leiter der Sonau-Forschungsgruppe durchaus bewusst, Tauro. Ja, aber gerade deshalb musst du dich weiter der Forschung der Kranzruinen in Kakariko widmen. Schließlich handelt es sich dabei um die größten vom Himmel gefallenen Ruinen. Man sieht sie sogar vom Spähposten aus. Aber das sind Inseln, die Ruinen, die unten sind. Bitte beende doch zuerst die Arbeit in Kakariko, bevor du dich für ein anderes Forschungsobjekt bewirbst. Aber werde ich wohl jemals wieder eine solche Gelegenheit erhalten, die Geschichte der Sonau buchstäblich berühren zu können? Taro, Leiter der Sonau-Forschungsgruppe. Einheit. Ah, der werte Ritter. Der Ritter. Ach, der nächste Kandidat steht schon bereit. Oh, da kann ich wohl nichts machen. Den nehme ich wohl die. Was? Nehme ich wohl die Kranzruinen ins Revier. Visier und gehe nach Kakariko zurück. Ist jetzt die Quest die Kranzruine oder ist das jetzt die Quest, dass wir jetzt diesem Ding da. Naja. Taro ist eine großartige Person und ein erstklassiger Archäologe, Professor Layton auch. Aber wenn es um etwas geht, das mit den Sonau zu tun hat, gehen einfach die Pferde mit ihm durch. Wir sind gerade auf der Suche nach Leuten, die uns bei der Forschung des Untergrunds helfen. Mit der Hilfe von jemandem wie dir wäre das wohl nichts einfacher. Es beruhigt mich ungemein, jemanden dich an unserer Seite zu wissen. Komm mit, ich werde dir alles erklären. Nein, tschüss. Der Tempel im Untergrund. Ja, jetzt haben wir die Quest, aber das wollen wir nicht machen. Und ich würde sagen, wir gucken auch gleich nochmal, ob wir nochmal bei dem
einen im Untergrund nochmal Energiekristalle kaufen können. Wenn wir schon dabei sind. Ja, erstmal Waffentasche. Alter, 17, du Geizhals. Wie viel kostet Bogen? Ja, ist okay. So, jetzt gucken wir nochmal, wie viel ein Schild kostet. Ja, nehmen wir doch. Aber da auch mal zwei rein voll. Warum blockt man dann automatisch? Was? Guck doch mal. Ja. Warum blockt man? Wenn man das macht. Gute Frage. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal in den Untergrund da bei dieser Mine. Was war das hier? Wie kurzfristige Entscheidung du einmal triffst. Ja, wir sind dabei. Der Part hat eh Überlänge und die zwei Minuten machen den Bock jetzt auch nicht fett. Das ist für die Session heute eh das letzte, dann machen wir das noch Thumbnails. Nee, machen wir nicht. Ich habe gedacht, höchstens. Minimum bringen wir den Part zu Ende. Machen wir morgen. Alter, der hat ja. Maximum. Sehr schön. Und die dicken? Wie viel haben wir von den großen? Nicht haben wir genug. Zwei? Haben wir jetzt genug, um nochmal eine Energiekristallzelle zu bauen? Nein, haben wir nicht. Irgendwann, ja, 85. Ich brauche noch 100. Oh, können wir nochmal nach oben gucken? Lori! Was ist denn? Wo denn nach oben jetzt? Hä? Wo man das kaufen kann? Wir wissen... Mann, ich weiß doch gar nicht, wo... Das war die Minenhöhle. Du willst doch so gern wie ich auch eine neue Batterie, oder? Nee. Wie jetzt? Will ich nicht. Klar, doch nicht. Sagst du nur, weil du ja Schluss machen willst. Ich wusste schon immer. Die Liebe war nie echt. Ja, ich weiß. Jetzt geht's aber los hier, ich glaube wohl. Du hast angefangen. Na, überhaupt nicht. Du wusstest schon immer. Ja, ist gut jetzt. Hör auf zu flennen. Es wäre jetzt so dumm, wenn wir jetzt bei, keine Ahnung, 99 landen. Dann wäre ich traurig. Aber bist du dir sicher? Das ist die falsche Höhle, oder? Mine. Ja. Mine. Da ist noch ein tolles Blockkonstrukt. Das ist ja unfair ein Block, das ist also ein Krog. Das ist nicht die Minenhöhle. Doch, doch. Ich hab sogar noch gefragt. Ist das jetzt höher oder niedriger, die andere Höhle? Zum Glück. Was tust du? Selbstmord ist keine Lösung. Einen Eingang suchen, ganz einfach. Ja, du kannst da rein, oder? Alter, das ging viel schneller, sonst haben wir immer voll den langen Weg genommen. Sonanium!
Wie wir sind das jetzt gewesen? Ach, schön. Ich hasse mein Leben. Aber ich Wo habe wollte es irgendwas nicht gehört, hin? dass die wann stocken die nach? Es ist kein Tag, es ist. Ich glaube, wenn du eine Nacht machst, dann stocken die nach. Ja, nee. Mach doch mal ein Feuer. Alter Flori. Ich will wissen, ob das ist. Das ist auch für Box die dich Zukunft gleich. gut. Ja, hau mich los! Wenn du Zeitstress hast, dann sag das vorher und nicht mit dem Part. Nee, mich nervt, dass dieser Party eigentlich schon drei Parts hätten sein können. Naja, 3 ist ein bisschen übertrieben. Dann Naja. wären ja unter 20 Minuten. Wir wollen ja was schaffen. Und sonst landen wir immer am Ende so, ja, und wir beenden und dann machen wir das doch nicht, was wir noch wollten. Wenn wir uns immer Ja, so viel Mist. vornehmen, dann ist es wohl so. Also, ich finde, das ist in Ordnung, wenn ab und zu mal längere Parts sind. Das ist ja nicht die Norm. Die Norm ist eher bei 30. Das ist nicht da, okay. Gut. Erstmal das ganze Feuer kaputt machen. Okay, dann habe ich von jemandem falsche Informationen. Das ist, du glaubst doch nicht, dass du zweimal schläfst, dass das dann da ist. Also, das darf nicht sein. Oh, Wenn Blutmond. das Jetzt ist es Blutmond. bestimmt resettet. Nein, das kann nicht sein. Was? Doch, Na, der von mir aus. Blutmond. Ach, das liegt Nee, da es ist bestimmt echt gerade. so. Die Monster und so wie spawnen dann auch alle. Das wird Blutmond sein, Ja, einfach. als ob das Monster sind Monster. Na gut, dann holen wir es nochmal da Ja, hinten. Ihr habt ja mach uns. das noch und auch oh, jetzt können wir ja mal das machen. Und jetzt geht das auch noch. Nee, das war jetzt aber klar, weil ich wüsste nicht, dass wir irgendwelche Sammelgegenstände irgendwo eintauschen können. Ach, Flo. Ich meine, du kannst jetzt auch alle Händler abdingsen von Terry die Pfeile kaufen, aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Alter, wir haben fast 15 Crocs gefunden. Krass. Kann mir gar nicht. Achso, ja, wir haben ja auch, weiß ich nicht, gefühlt 3, 4 Doppelcrocs. Die guten Doppelkrocks. Ich finde, der Name ist ja passend. So, neue Batterie. Neue Batterie. Neues Batterieteil. Naja, das ist halt ein Ding davon. Und das Ganze ist ja die Batteriehalterung. Dankeschön, eine Zusatzbatterie. Alter, wir fangen die dritte an. Oh mein Gott, das wird noch so lange dauern, die voll zu kriegen. Aber dann würde ich sagen, was ist das wirklich mit dieser Folge? Und in der nächsten Folge werden wir uns wieder in die eisigen Gefilde von Hebra begeben und hoffentlich dort auch bald absteigen, aufsteigen, Spaß haben. Und ihr solltet es nicht verpassen und ein Like da lassen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss.